Jo Leute, ich bin's wieder, eure Becky, und wie ihr ja im letzten Video gesehen habt, hat mich der Game Master in einen Park gelockt und ich war nicht alleine. Auf jeden Fall hat er ja zuvor irgendwelche Polaroid-Bilder, die er mit meiner Kamera gemacht hat, hier in meinem Zimmer versteckt. Daraus entstand ein Bild und das hat mich wiederum zum Park geführt. Also ich habe erst vermutet, dass es dort wahrscheinlich ist. Er hat übrigens auch so eine komische Videosequenz in seinem Video gehabt, die nach dem Park aussah. Deswegen bin ich überhaupt dorthin gegangen und ihr hattet gemeint, dort ist es wahrscheinlich auch. Ja, als ich dann dort ankam, habe ich wirklich diesen Weg gefunden und am Ende führte es mich zu einem kleinen Spielplatz mit einer kleinen Rutsche und dort drunter war der nächste Hinweis vom Game Master versteckt. Das war so zusammengerollt, das habe ich dann entrollt und darin befand sich ein neuer Hinweis bzw. ein Zeitlimit und eine selbstgemalte Karte vom Park mit irgendwelchen Kreuzen, die ich absuchen sollte nach dem nächsten Hinweis, ja. Aber ich hatte nur 15 Minuten Zeit. Das war quasi unmöglich, alles abzusuchen. Und das wusste der Game Master einfach mal von vornherein. Auf jeden Fall war ich extrem unter Zeitdruck, rannte umher, es wurde langsam dunkel. Es wurde richtig creepy. Aber ich habe, Gott sei Dank, mich zum Schluss für den richtigen Ort entschieden. Den letzten Punkt, es blieben zwei übrig. Und dort habe ich dann zum Glück einen neuen Zettel gefunden. Aber darauf befand sich nur ein Boot-Emoji und eine Zahl. Und ich sollte noch die Büsche absuchen. Und da habe ich dann wieder eine Karte gefunden mit einem eingekreisten Punkt, mit einer neuen eingekreisten U-Bahn-Station und einem Kreuz darauf. Ja. Aber das war es noch nicht, sondern er hat mir dann noch über Instagram mitgeteilt, dass er mich sieht, ja, dass er irgendwie in der Nähe ist und ich habe Drohnengeräusche gehört. Also ich weiß nicht, ob er mich mit einer Drohne überwacht hat, ob er irgendwo hinter mir war. Ich habe komische Personen gesehen, ich habe schwarz gekleidete Personen gesehen und es war einfach nur mega creepy und ich bin losgerannt nach Hause. Jedenfalls bin ich jetzt hier, ich habe mir Gedanken gemacht, ihr habt euch Gedanken gemacht in den Kommentaren. Ihr habt gemeint, dass das Boot vielleicht bedeuten könnte, dass ich zum Hafen muss, die Boote irgendwie genau anschauen soll und 25 bedeutet irgendwie eine Bootsnummer. Ich habe keine Ahnung von Booten. Haben die eine Nummer? Also ich weiß, dass die Namen haben, aber haben die auch Nummern? Ich weiß es nicht. Aber das klingt auf jeden Fall nicht unlogisch. Also ihr hattet schon richtig oft recht. Also ja, deswegen überlege ich, dort jetzt gleich hinzufahren. Auf jeden Fall zeige ich euch nochmal die Zettel, damit ihr wisst, wovon ich rede. Und wir schauen uns die nochmal genauer an. Vielleicht haben wir irgendwas noch übersehen. Es war schließlich dunkel. Und ich war mega aufgeregt. Ja, ich habe die hier in seinen Rucksack getan. Den Rucksack habe ich ja immer noch. Und den behalte ich auch. Wer weiß, ob er darin irgendwas noch sucht. Ihr meintet auch schon, ich soll den nochmal genauer angucken. Also das werden wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Vielleicht ist da irgendwas drin, was der Game Master unbedingt wieder haben möchte. Weil es ist echt seltsam, dass er hier erstmal rumgesucht hat. Oder er hat nur Verstecke gesucht. Ja, hier ist das Boot drauf. Das sieht so aus wie ein Schnellboot. Könnte auch sein, dass er irgendein Boot meint. Und hier ist halt die Zahl, von der ich die ganze Zeit geredet habe. Und keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. 25? Das 25. Boot. Boot Nummer 25. Ein Boot mit der Zahl 25. Ja, und dann habe ich noch das hier gefunden. Und das passt halt irgendwie. Er hat die Station Landungsbrücken eingekreist. Und da sind die ganzen Schiffe, Boote, alles. Ja, und hier ist noch ein Kreuz. Also ich weiß nicht, ob das direkt der Hafen ist oder nur wieder die U-Bahn-Station. Aber es sieht mir nur nach der U-Bahn-Station aus. Vielleicht befinden sich da die anderen Zahlen. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, er hat einen riesengroßen Kreis gemalt. Hafenrundfahrt. Seht ihr das? Er hat extra so runtergemalt. Oh, es war unabsichtlich, aber es ist schon irgendwie seltsam. Warum ist es mit eingekreist? Aber was ich richtig creepy fand, dass er meinte, er sieht mich. Oder er hat nur so getan. Aber woher kam das Drohnengeräusch? Das war mit Sicherheit eine Drohne. Hat er da vielleicht irgendwie ein Nachtsichtgerät dran? Gibt's Drohnen mit Nachtsichtgerät, Leute? Gibt's sowas? Also dann drehe ich komplett durch, wenn es sowas gibt. Wer weiß, ob er irgendwelche Spionage-Sachen hat oder so. Ich meine, das, was allein schon hier in dem Rucksack war, war schon irgendwie merkwürdig. Die Taschenlampe, das Fernglas, sein komischer Kugelschreiber mit allen möglichen Extras, seine Kopfleuchte. Richtig merkwürdig. Vor allem, warum führt mich immer alles wieder zum Hafen, zum Wasser? Was ist da? Wohnt er da? Hält er sich dort oft irgendwie auf? Ich weiß nicht, ob ich irgendjemanden übersehen habe. Der Jogger war richtig merkwürdig, Leute. Der war richtig merkwürdig. Egal, wo ich war, der war da auch. Ob ich beim Spielplatz war, war da auch. Wenn ich bei dem Pavillon da hinten war, bei diesen Häuschen, war er da auch. Als ich im anderen Park war, war er da plötzlich auch.
Wie geht das? Der war richtig merkwürdig. Von der Statur her hätte das auch gepasst. Und wenn ich der Game Master wäre, jetzt mal ganz im Ernst, wer würde das nicht dann auch tun? Sich irgendwie ausgeben als ganz normaler Jogger? Leute, anonym ruft mich an. Ich weiß nicht, ob ich rangehen soll. Meint ihr, ist der Game Master schon wieder? Mich hat öfters mal jemand angerufen, aber immer wieder aufgelegt. Hallo? Hallo, Rebecca. Ich bin's. Was? Der Game Master. Hallo? Das Spiel ist noch nicht vorbei. Du hast zwei Zahlen gefunden, richtig? Ja? Um den nächsten Hinweis zu finden, brauchst du zwei weitere. Vor deiner Tür steht etwas. Die Zeit läuft. Was? Hol die nächsten Hinweise in der Zeit heraus und stell es dir vor die Tür. Schaffst du es, weißt du mehr. Wie wirst du, lösche ich ein Video von dir. Was? Wo hast du mein Passwort? Leute, habt ihr das gehört? Man konnte ihn kaum verstehen. Was hat er gemacht? Er hat irgendwas wieder vor meine Tür gelegt und wenn ich das nicht in der Zeit finde, löscht er ein Video von mir. Warum ruft er mich jetzt an? Was ist das denn mit den Hinweisen hier? Er meinte irgendwie, ich habe zwei Zahlen gefunden. Ich meinte, ja, ist richtig. Zwei weitere werde ich finden, wenn ich das mache. Irgendwie die Zeit läuft oder so. Was hat er alles gesagt? Ey, wenn ich das jetzt nicht in der Zeit schaffe, dann löscht er irgendwie ein Video von mir. Wie ist er? Nein. Wahrscheinlich, als er hier zu Hause bei mir war, sagt mich, der ist an mein Notebook gegangen. Wie kann er ein Video von mir löschen oder blufft er nur? Oh mein Gott, Leute, wir müssen gucken, was vor der Tür ist. Ach du Scheiße. Okay, nicht, dass er vor der Tür ist. Ja, was ist das? Was ist das jetzt schon wieder? Hä? Hier läuft eine Zeit ab. 14:20. Steht doch GM drauf. Irgendjemand? Ich werde das jetzt mit reinnehmen. Wir schauen uns das gleich mal an, weil die Zeit rennt ja. Was ist das jetzt? Muss ich das jetzt hier rausholen oder was? Ich glaube, warte, da sind irgendwelche Hinweise versteckt. Seht ihr das? Wie geht das? Ich glaube, ich muss hier eine Münze reinwerfen. Kann das sein? Ey, ich bin ohne Scheiß so richtig schlecht in sowas. Nicht die Uhr. Ich brauche irgendwie so einen Chip oder so. Okay. Ja. Alter, was ist das für eine Clown-Musik? Ha? Wie macht man das? Wo ist einer mit einem Hinweis? Hier vorne, glaube ich. Jetzt? Runter? Scheiße. Ja! Nein! Ja! 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 Wie geht's hoch? Okay. Ja! Ja! Wir haben einen. Wir haben eins. Ich glaube, eins mit Hinweis. Okay. Ich habe sogar noch nicht mal viele Versuche. Okay. Geht das jetzt? Okay. Ist das einer mit Hinweis? Nee, ich glaube nicht. Da hinten ist irgendwie einer. Ich glaube, da vorne ist ein neuer Hinweis. Hier. Kann das sein? Sieht irgendwie anders aus als die anderen. Okay. Zurück, 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 zurück. Okay. Jetzt irgendwie hier hin. Die Zeit rennt, Leute. Ich glaube, wir haben noch unter 10 Minuten. Also, wie geht das? Katastrophe! Achso. Wir haben irgendwas Neues hier. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Hinweise da drin sind. Okay, wir müssen jetzt irgendwie die andere noch rausbekommen. Neue Münze. Warum geht schon wieder diese Musik an? Es geht sogar noch auf Zeit hier. Die Musik ausmachen. Das macht mich echt wahnsinnig. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Okay. Oh, Scheiße, es geht nicht. Sind wir los? Ich weiß nicht. Ich hole so viele Eier wie möglich raus. Das Ding ist auch so langsam. Nein! Du musst mal sein! Verdammt. Yes! Okay. Wir haben kaum noch Zeit. Aber wie viele Hinweise sind denn da drin? Da sind noch so viele Eier drin. Ja, okay. Jetzt rein. Yes, wie kommt man auf so ein komisches Spiel?
auch noch leer. Warum? Warum, ey? Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eier hier. Ich kann das überhaupt nicht. In jedem Ei könnte ja irgendwas sein. Bei einigen sah man irgendwie, dass da was... Ey! Ja, bei einigen sah man, dass irgendwas drin war, aber Leute, bei anderen sieht man das gar nicht. Okay, neue Münze. Ich habe noch kaum welche. Scheiße. Nein! Ja, 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 ja! Oh mein Gott! Yes! Was ist das für eine Maschine? Scheiße! Oh, wie dumm muss man sein? Ich habe falsch gedrückt. Was meinte der Game Master? Ich soll das nachher noch wieder zurück irgendwie vor die Tür legen. Wir haben nur noch eine Minute. 40. Scheiße! Yes! Okay. Wir haben noch zwei Eier. Und wie viel Zeit? Eine Minute. Okay. Das kriege ich irgendwie noch hin. Oh mein Gott. Wir haben noch 30 Sekunden. 30 Sekunden, Leute. Die Zeit läuft. Los, Mann, beweg dich doch, du Ei. Scheiße, die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Wir haben ein Ei hier noch drin. Ich weiß nicht, ob es eins ist mit Hinweis, aber ich muss es jetzt drin lassen irgendwie. Ich werde das jetzt wieder vor die Tür stellen und wir gucken uns die Eier an, die ich jetzt rausgefischt habe. Ich lege das jetzt hier wieder hin. Ich weiß nicht, wo der Game Master sein soll, aber hofft bitte mit, dass da nicht der versteckte Hinweis noch drin war. Okay, öffnen wir jetzt die ganzen Eier hier mal. Guck mal, ob hier irgendwas drin ist. Ein Kackhaufen-Emoji-Armband. Wow, aber es ist kein Hinweis drin. Hier ist ein Armband drin. Ja, ja, ja! Wir haben einen Hinweis hier, ein Haus. Was kann das bedeuten? Drin. Was ist das? Slime? Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwie ein Frosch oder so. Aber ich glaube, das ist nichts. Das hier ist, glaube ich, was. Das habe ich vorhin schon gesehen. Hier steht was. Hier ist ein Ring. 24 Stunden. 24 Stunden im Haus oder was? Hat das noch irgendwas zu bedeuten? Keine Ahnung. Öffnen wir das nächste. Hier ist irgendwie ein Teddybär. Was ist das? Eine 6 oder eine 9? Hä, was ist das, Leute? Ist das eine 6 oder eine 9? Was ist das jetzt schon wieder? Irgendwas Schwarzes, Glibbriges. Also ich glaube, da ist nichts drin. Was ist das? Wieder ein Ring. Schon wieder mit demselben Muster. Ein Pfeil nach oben? Oder ist es ein Pfeil nach unten? Oh mein Gott. Eine 8. Ist das nur ein Ring? Leute, schreibt mir das jetzt in die Kommentare. Also der Game Master dürfte jetzt nicht mein Video löschen, außer ich habe nicht alle Hinweise gefunden. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, das war's. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob irgendein Video fehlen sollte. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was das jetzt zu bedeuten hat. Was soll ich als nächstes machen? Und was hat das Ganze damit noch auf sich? Gehören die Zahlen jetzt hierzu? Er meinte ja irgendwas. Sind das die anderen zwei beiden fehlenden Zahlen? Aber ist das eine 6 oder eine 9? Ja, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und ja, wir sehen uns dann.